Zurück im Adventure, diesmal ohne Hustenreiz, begeben wir uns wieder, immer noch mit Schmerzen im Handgelenk, auf die Suche nach einer neuen Idee, die wir vielleicht haben hätten können, täten tuten. Täten tuten tut tut tut. Täten tuten tut. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Oh je. Dann nach dem Potsdamer war es mal wieder Pause für mich angesagt. Hausaufgaben habe ich zwar schon alle gemacht, aber ich muss für Französisch lernen, was wir am Dienstag schreiben und was ich nicht so vergacken sollte, weil ich Französisch, ja, nur. You know me. Eimer. Idee. Pro-Idee. Nicht Kontra-Idee, sondern Pro-Idee. Denn ich bin ein Pro-Gamer. Vor allen Dingen, wenn man es R weglässt. Aber dann ist alles von Arsch. Scheiße. Idee. Klöppel. Steinscheibe. Perfetto. Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gong-Mechanismus öffnen. Gong-Mechanismus. Was haben wir denn hier sonst noch? Nein, von. Hauen wir noch mal ein paar Mal drauf. Ich bin jetzt auch nicht ganz genau wissen, was ich tun soll. Aber immer drauf. Jetzt sieht schon auf. Aber wir haben kein Fenster mehr, oder? Ach so, jetzt ist es ganz normal. Genau. Oder wir drehen den Raum nach links. Nein, ich komme nicht. Irgendwie ist es verwirrend. Möchte ich jetzt mal so kurz feststellen. Obwohl, anders wenn ich etwas als verwirrend empfinde, dann heißt das nur lange nicht, dass es es ist, sondern das heißt mal wieder nur, dass ich zu blöd bin. Dieses Spiel bereitet mir graue Haare her. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Idee als Lösung. Gott, ich schreck.
Ich krieg wahnsinnig. Jap, ich krieg wirklich wahnsinnig. Okay, das bin ich schon, gell? Was macht das eigentlich für einen Unterschied noch? Ja, ich weiß. Ja, fällt mir gerade ein. Ich muss ja auch noch das machen. Ja. Naja, ich habe schon fürs OMSI-Let's Play genug. Allerdings, was kommt eigentlich nach The Whispered World? Schwierige Sache, gell? Wollt ihr mal OMSI sehen? Schreibt mal einen Kommentar, der eine Zuschauer. Mehr sind's ja nicht. Nee, schreib mal einen Kommentar, ob du. Oder was du dir vorstellst, weil das Spiel hat ja auch irgendwann ein Ende. Und was du dir dann da so vorstellst. Du mysteriöser Zuschauer. Und ich registriere das sehr wohl, dass es immer wieder ein Kommentar ist, was geschrieben wird. Das registriere ich sehr wohl. Da musst du dir, also halt ein Aufruf, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich würde mich nur sehr darüber freuen, wenn. Wenn du mir mal schreiben könntest, was du dir dann da vorstellst, weil. Naja, nochmal so ein Aufruf, Let's Play. Weiß ich nicht. Muss ich mir stark überlegen. Allerdings, was habe ich denn eigentlich sonst noch so auf der Festplatte? Was gut ankam, ist schwierig, ne? Ist wirklich schwierig. Empfinde ich zumindest so. Hä, wie soll denn das gehen? Ich bin confused. Ich bin total confused. Naja, dann bin ich mal ein bisschen weiter confused oder was? Nee, das ist nicht okay. Lalalala. Ja, nach The Whispered World, schwierig, ne? Noch ein Adventure? Eher ein Simulator? Eleanor weitermachen? Ach Leute, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Andere OMSI-Folgen? OMSI-Bus-Reviews oder so? Allerdings ist es scheiß aufwendig, gell, so ein OMSI-Bus-Review. Oh Leute, das ist so. Wisst ihr, ich habe auch nicht immer so viel Zeit wie jetzt im Moment, ja. Das ist gerade die echte Ausnahme für mich, dass ich so viel Zeit habe. Das ist echt. Also wie gesagt, normalerweise ist es bei mir nicht so. Und wenn ich davon ausgehe, dass dann auch wieder hier Klausurenphase kommt und ja, 10. Klasse, da muss ich dann halt gerade in dem, wo ich schlecht bin, gut sein. Das macht es nicht zwingend einfacher. Wenn ich darauf hinweisen darf. Ich bin total Konfuzius. Schauen wir mal in die Waffenkammer rein. Wo auch immer die ist. War die nicht da oben? Waren die nicht da? Nee, gell, die war nicht da. Lalalala. Was habe ich denn hier so liegen? GTA San Andreas Multiplayer? Vielleicht. Ist allerdings nur in Together spannend, gell?
Vielleicht mit demselben aus einem anderen Let's Play. Oh, jetzt komme ich nicht mal mehr aus dem Zeugdo hier raus. Hey, meine Fresse echt. Ja, vielleicht together. Ich weiß ja, dass es geht. Oh, ich muss unbedingt. Welcher Omsipod ist jetzt oben? 13? 14? Irgendwas in der Art, gell? Ich hab so viel zu tun irgendwie. Einerseits habe ich Zeit, andererseits muss ich so viel tun. Das ist nicht mehr normal. Ganz wichtig auch, Leute, das mit dem Voraus aufnehmen. Ich versuch's, aber ich kann es nicht versprechen, ja, weil zum einen, das ist nicht immer so einfach, sich dann zu motivieren. Jetzt nimmst du eine Runde auf, komm, und jetzt. Und des Weiteren ist natürlich dann auch das Problem. Natürlich, irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Schau mal die Wand an. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir... aber ich muss mich getäuscht. Irgendetwas... ich muss mich... untersuchen? Wie kann ich die Wand denn untersuchen? Mit dem Knüppel? Vor die Wand hauen oder so? Nein. Wenn es hier einen versteckten Mechanismus... okay, haben wir Schlüssel? Na, wenn es hier... Messer? Na, wenn es... Essstäbchen? Na, wenn es... Holzlöffelnadel? Wenn es... Suchen wir jetzt die Wand? Nein, wenn es hier... Aber wir haben doch nur Wand, Wand... Holzhammer... Nee, guck mal... Wand. Okay. Dann da nochmal. Nein, wenn es. La 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 la. Ja, wie gesagt, ist alles nicht immer so einfach und zum Beispiel jetzt, ich nehme als Beispiel The Whispered World, Viertelstunde aufnehmen, 20 Minuten rendern und eine halbe Stunde hochladen. Bis eine Stunde. So, und das ist weniger aufwendig. Omsi, Map installieren, dauert schon mal 10 Jahre, bis er läuft, ne? Bus installieren, dauert auch mal ein paar Minuten. Ja, dann, warte mal. Nein, hier ist, aber hätte ich schwören können, ach egal. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können. Ach, egal. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte... Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wie gesagt, also Omsi muss ich erstmal Bus und Map zum Laufen kriegen. Dann aufnehmen, sagen wir mal halbe Stunde, plus vorbereiten, ist dreiviertel Stunde rum. Dann eine Stunde rendern für die halbe Stunde. Und... für zwei Parts bestimmt 5 Stunden hochladen. Holla. Also, Leute, das ist nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, ach, ich hab Zeit. Natürlich ist es auch so, aber nicht nur, ja. Das frisst nämlich auch richtig Zeit. Das wollte ich nur ganz wichtig gesagt haben. Also, wenn ich es nicht schaffe, nehmt es mir nicht übel, ja. Das ist einfach manchmal nicht mehr drin. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, du einer bitte. Warum was du gerne danach noch sehen würdest oder was dich interessieren würde, welches Spielegenre. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao ciao und bis bald.